Hallo YouTube-Welt und herzlich willkommen zum Let's Play von Civ 5 mit den Amis. Und ich hoffe doch tatsächlich, dass ich es jetzt in dieser Folge schaffe, die Perser zu vernichten und das Spiel zu gewinnen, auch wenn es noch 4 Runden geht, bis ich die Computertechnologie entdeckt habe. Aber ich bin ja gespannt, ob ich den Krieg jetzt schon erklären. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, ich kann da einfach auf die nächste Runde drücken, aber irgendwie muss ich wahrscheinlich noch etwas machen. Ich kann noch ganz vieles machen. Jetzt ist die Frage, erklären wir wirklich den Krieg oder nicht? Ich würde sagen, komm, wir gehen Vollgas. Schau, Darius, du hast jetzt einfach ausgeschnuffelt. Tschüss. Also, auf Wiedersehen heisst es auf Hochdeutsch. Ich weiss, aber ich bin ja in der Schweiz da daheim und sage darum Tschüss. Also, und wir gehen da einfach gerade mal da drauf. Oh, ich sehe, du hast da einen Bazooka. Sollte mich die stressen? Wahrscheinlich weniger. Triffst du mich da? Nein, du triffst mich da nicht. Das ist wunderbar. Und dann haben wir dich gerade gefangen. Und mit dir komme ich. Ich glaube gerade da hin, weil da kann ich nämlich schon mal auf die Stadt schiessen, bevor überhaupt der andere merkt, dass ich gelandet bin. Und da gehen wir auch drauf. Gehen wir nicht drauf. Ich will da eigentlich näher hin. Ich gehe zuerst hier hin. Genau. Und habe hier noch einen Panzer, den ich raufschicken kann. Und ich habe hier noch ganz viele Panzer, die ich drauf aufschicken kann, sehe ich gerade. Aber mit dir werde ich müssen noch eine Runde warten. Fahr schon mal hier hin. Mit dir könnt ihr rein theoretisch hier hin. Bringt mir aber nichts, ich will hier raufkommen. Kommst mal in die Richtung und die schicken wir als präventive Verstärkung in die Richtung. Gut, was hast denn du? Mobile Boden-Luftrakete? Tja, wenn du dort eine mobile Boden-Luftrakete hast, dann nehmen wir doch hier gerade mal schnell einen Jäger. Wo habe ich ihn denn? Da, den Jäger und starten so einen Aufklärer oder eine Luftsäuberung. Und zwar über, ich sage jetzt mal, das Feld. Wieso machst du mir das nicht? Alt und S. Probieren wir es halt mal so. Da. Du machst es einfach nicht. Wenn ich es hier mache, machst du es. Ah, ich muss auf die Stadt. Okay. Aha. Alright. Ja, dann. Würde ich doch sagen, schicken wir gerade mal schnell so einen Bomber. Einfach zum schauen, was passiert. Weil es könnte ja nichts passieren. Aber wir gehen da noch ein bisschen näher, oder? Wir werden ja sehen, wie die Bomben fallen. Und was hat das gebracht? Wahrscheinlich nicht. Ja, bis du zurück bist, lieber Bomber. 27. Boah, nicht schlecht. Dann rühren wir doch noch schnell eine Atombombe drauf. Und schauen, wie die explodiert. Ja, das ist zwar eine gute Einstellung. Ja, nein, komm noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher. Ei, caramba. Schön, wie das explodiert. Aber ist jetzt hier nicht irgendwie? Eben doch! Ich habe doch gedacht, wieso dauert denn das so lang? Persepolis ist geschrumpft. Mir gefällt das. Und darum schicke ich gerade noch einen Bomber hinten nach. Und zwar, aber, würde ich eben sagen, ja, mal auf die Stadt, sicher. Also, das ist eigentlich kein Thema. Ich könnte auch noch eine zweite Atombombe hier reinschiessen, aber das machen wir nicht. Wir nehmen. Ach, Mist. Kommt da über. Jetzt komme ich hier nicht raus. Gut, okay. Minus 32, der hat schon ein bisschen mehr Pupf gehabt, du. Okay, schauen wir, was der noch zu bieten hat. Und da habe ich doch auch noch einen. Wenn nicht sogar zwei. Ach, schön, wenn man so Bömbelis hat, die bombardieren. Minus 26. Ich habe doch hier noch einen. Ah nein, das ist eine Atombombe. Die wollen wir jetzt aber gerade noch nicht. Hier haben wir alles gemacht. Ja, eigentlich haben wir in dem Fall alles gemacht, weil du kannst bleiben. Das Schlachtschiff, ja, du kannst eben gar nicht so weit schiessen, aber ich probiere es jetzt gleich mal. Wahrscheinlich
funktioniert es nicht. Kann ich dich? Nein, schade. Das hätte ich jetzt gerne gerade gemacht. Aber einfach so, des Spasses halber und weil ich Geld brauche, für was auch immer, ja, tue ich doch dort jetzt plündern. Oder besser gesagt, habe ich schon geplündert. Kommt da noch irgendetwas? Ein Jäger wäre noch cool zu haben. New Brock macht man dann gleich mal schnell einen Jäger, aber Paddington könnte eigentlich einen kaufen. Einfach weil ich habe ja Stutz bekommen vorhin. Und wenn ich ihn finde, dann mache ich ihn auch gerade nochmal. Da, hallo, Jäger. Sehr gut. Halt, ich kann ihn wollen kaufen. Jetzt finde ich ihn schon wieder nicht mehr. Hey, da, 650 Stutz. Das ist nicht gerade wenig, aber ist mir wert. Und du kommst sicher bis da hin, sage ich jetzt einmal. Darum bleiben wir erst dort stehen. Was machst du eigentlich dort? Nichts Gescheites, weisst du was? Wir lösen dich auf. Also tschüss. Ich freue mich ja auf das Ziff 6, weil ich gelesen und gehört und gesehen habe, dass es eine grosse Änderung gibt, was die ganzen Bauarbeitergeschichten anbelangt. Und ja, das klingt spannend, finde ich. Wenn man die nur noch dreimal brauchen kann, dann muss man sich also schon gut überlegen, für was dass man die brauchen will. Wieso kommt jetzt hier der Bomber nicht? Ich wollte doch den jetzt hier über chatten. Habe ich die einfach upgraded? Okay, dann habe ich die halt einfach upgraded und wir gehen in die nächste Runde, um zu schauen, was der Perser jetzt will machen. Ah, er kommt von hier, greift Lübeck an. Nein! Ah, du hast natürlich auch noch so komische Flugzeuge. Aber das war keine Atombombe, das war eine stinknormale. Ja, stinknormale Bombe, von der müssen wir keine Angst haben. Ui, wobei, das hat schon recht gefetzt hier, sehe ich gerade. Okay, er hat hier ein paar Flugzeuge noch. Die werden wahrscheinlich jetzt alle auf Persepolis geschickt. Einmal die, die hier nicht in Einsatz kommen. Jetzt bin ich gerade nicht rausgekommen. Vorher war es grün und irgendwie noch 18 und jetzt ist es gelb und irgendwie 154. Mal schauen, was es jetzt wird. 220, wow, cool. Ja, das ist dann halt immer noch 154. Greift jetzt der so oft an? Hey, ich habe nicht gedacht, dass du so viele Flugzeuge hast. Aber eigentlich war klar, dass du so viele Flugzeuge hast. Wenn ich die Demografie anschaue, die ich natürlich jetzt auch nicht anschauen kann, weil Le Monsieur da das Gefühl hat, er müsse seine letzten Kräfte noch bündeln und irgendwie holen, was es zu holen gibt, obwohl es eigentlich gar nichts zu holen gibt, weil ich hole alles. Ach, zum guten Glück. Ah, ich schaue, jetzt kommt die Demografie. Ja, er hat immer noch viel. Ist gut, okay. Ein Gegner ist in der Nähe. Ja, schön für ihn. Oder besser gesagt, du wirst es nicht lange machen, Gegner. Und ich finde das super, wie ihr mich da unterstützt, Panama. Und Mailand, wie habe ich das geschafft, dass die immer noch auf meiner Seite sind? Und ich sehe gerade, da ist ja ein Infanterist. Oh, schön, ja. Bulawayo ist unter Beschuss von Mogadischu. Das nennt man eine afrikanische Auseinandersetzung. Und sogar mit Ritter kommt er noch. Also das ist nicht mehr nichts. He? Und Lübeck fährt sich an von Wehren. Endlich. Wobei, Schitter. Das sieht echt Schitter aus da. Also ich weiss nicht, wie lange das Lübeck wirklich wird können. Ja, dieser Armee standhalten. Aber mir kann das eigentlich egal sein, was für eine Stadtverbindung ist Tokio und eure Hauptstadt. Okay, Tokio kann einen Gegner angreifen. Woher? Oh Mensch, willst du mich sicher nicht, oder? Tschüss, du hast da jetzt also aber sicher überhaupt nichts verloren. Kysilja interessiert nicht, wir machen das noch schnell durch, weil ich schnell wissen will, was ich da noch machen soll. Zum Beispiel könnte ich noch einen Archäolog brauchen, einfach, dass ich wieder mal einen gemacht habe. Und warte, jetzt bin ich aber da, New Brock ist gewachsen, da habe ich nämlich irgendwie nicht angeschaut. Oder habe ich das angeschaut? Mal, da, ich habe sie gesehen, ich habe sie einfach nicht geändert. Und tue das darum jetzt nachholen, indem dass ich dich, ach komm, ich schicke dich noch in die Forschung rein.
Das tut immer gut. Gott, nur noch 3 Runden. Haben wir jetzt hier alles abgehandelt? Endlich. Mogadischu sucht Einheit, grosser Händler und Panama Stadt. Will das Mailand schicken? Nein, wir wehren uns jetzt hier gegen die im Fall. Und greifen nicht an. Nein. Wir kommen mit dem Zerstörer hier hin und können doch jetzt sicher schiessen. Wieso können wir jetzt nicht schiessen? Ich will... Ah, du bist ein Zerstörer und gar nicht kein Schlachtschiff. Habe ich kein Schlachtschiff da oben? Tja, Pech. Dann muss halt, wollen daran glauben, anzählen, bellen, den. Gut, tschüss, danke. Und was machst du? Wieso ist das da noch nicht bewirtschaftet? Habe ich echt geschlafen? Irgendeinisch. Und da muss ich jetzt das Zeug echt noch alles bewegen oder kann ich einfach voll drauf los, weil ich glaube eben, ich werde in dieser Runde schon das reinnehmen, wo meine gehört oder schon immer meine gewesen ist, aber nie direkt können brauchen. Nein, du Jäger bleibst, ich werde ja eigentlich genau dich als Flugzeugträger da überschicken. Gut, dann du... Zeigst du mir mal, was du da innen alles hast. Zum Beispiel noch ein Jäger. Und kann ich jetzt den echt... Warte, das muss doch gehen. Nein, geht nicht. Mal, es geht. Aber ich habe irgendwie einen anderen Zeichen gemacht. Darum nehme ich jetzt halt den Bomber und schiesse was aber. Die Panzerabwehrkanone. Weil die hätten jetzt also aber ganz sicher nichts verloren. Wo bist du? Ah, du kommst erst. Ich habe ja noch eine Atombombe. Ich könnte die da eine wahrscheinlich nicht rühren, aber ich könnte die sicher da eine rühren, dann wäre das da mal alles weg. Aber du hast noch so einen Rageter. He? Okay, kommen wir zuerst noch mit dem Bomber und greifen die Stadt an. Dann komme ich mit dem Bomber auch noch und greife. Eben glaubt der noch einmal an, weil der stresst. Gut, ich könnte auch den, aber der stresst mich. Und während du das machst, kann ich ja mal den einnehmen und dann das da mal beschlagnahmen. Und mit dem könnte ich rein theoretisch warten, weil zuerst bringe ich den da in Stellung und dann schiessen wir. Ja, wieder auf dich. Das ist gut, das ist okay. Und mit dir kann ich jetzt hier angreifen und hoffen, dass das etwas bringt. Ja, nicht wirklich, aber das macht nichts. Das Schlachtschiff, wie weit kommst du? Du kommst doch einigermaßen weit, dann schiessen wir nämlich den auch noch weg, weil der kann grossen Schaden anrichten und das wollen wir nicht. Mit dir schaffe ich es leider nicht. Also kommst du an Land da und mit dir gang ich ja mal den hier wegpusten, oder? Sehr gut. Und dann hoffe ich, kann ich noch eins fahren, weil dann flüchte ich nämlich da rein oder da hinten. Eins, zwei oder da, ja. Ich flüchte mal noch eins hinten. Hä? Vielleicht cleverer. Dann muss ich das hier haben, also musst du weg. Und zwar gehst dann du da rauf. Mal schauen, wie lange du das überlebst. Du könntest aber auch einfach hier rüber und dann angreifen. Weil dann kann ich nämlich mit dem Panzer hier so kommen und mit dir, da habe ich gesagt, da, dann mit dir, ja, da auf der Hogeruhe, das ist gut. Und wo ist denn da meine Verstärkung? Die kommt nicht, hä? Okay, dann tun wir das gerade plündern, dass wir wieder fit sind. Da dasselbe. Und mit dir kann ich ja jetzt nicht schiessen, weil du zu weit weg bist, aber du kommst mal da runter. Da habe ich noch etwas, die Atombombe. Soll ich die... Nein, ich warte noch, ich will nichts machen mit dir auch nicht,
Tito und du kannst ja schon mal da drüber, einfach, dass du da bist. Und ja, dich lassen wir noch schnell da. Wobei, ich habe ja da, nein, ich brauche dann dort ein Paar. Ich brauche dann dort ein Paar. Also, Einheit wecken, nein, pennen. Ah, tu doch einfach, mach doch einfach irgendwas, du willst. Oh, ich bin mit dem Flugzeugträger zu weit weg, zu früh gegangen. He? Ja, so geht es halt manchmal. Wo habe ich jetzt da den Bomber? Kommst du noch so weit? Tatsächlich, das ist ja geil. Cool, du hast eine schöne Reichweite. Nice. Aber ich eigentlich gemeint, ich habe einen Jäger gekauft. Tja, ist halt ein Bomber gsi. Ah, den Jäger habe ich schon drauf. Okay, gehen wir in die nächste Runde. Kommt schon gut. Ich bin zuversichtlich. Mal schauen, was da wieder passiert mit Lübeck. Da werden jetzt zuerst wieder zahlreiche Bombers über die Stadt fliegen. Und wenn ich jetzt den grafischen Bug richtig deute, geht die Stadt drauf. Hä? Also wirklich voll drauf. Er kommt sogar mit Jäger. Woher eigentlich? Von Susa. Ui! Da hat er aber ein paar Flugzeuge stationiert, sehe ich gerade. Ganze 7 an der Zahl. Falls du das nicht kannst erkennen, darum sage ich dir es ja. Aber er kommt noch jemand anders im Fall. Er muss noch von Pasargade kommen mit Flügerli. Nein, die kommen alle von Susa, tatsächlich. Hey, zum Glück sind es nicht 111 Flugzeuge. Sonst würde das Let's Play noch 5 Stunden gehen. Und was hätten wir gesehen, wie Ulundi Lübeck angreift mit Bombers? Aber die 111 sind ja der Schutz der Stadt. Und Lübeck mit seinen 109 ist eigentlich recht gut drin, finde ich. Aber ja, wird schwierig, wird schwierig. Aber da ist eine Infanterie drin und die wehrt sich Stadt, Stadt. Sieht gut aus. Ja, wir gehen gerade Gegenangriff, so wie es aussieht. Okay, also komm, zeig jetzt mal, was du da machst. Du machst mir den Panzer kaputt. Okay. Aber nur halbe bis jetzt. Hey, der Panzer ist fit. Der hast du nicht mehr nicht, du. Der ist fit. Das ist gut, kommst du jetzt dort drauf? Jawohl. Ups, das Rössli ist gerade abgelegen. Und da hast du auch Bazookas. Aha. Hey, die armen Menschen von Panama. Ui. Aha, da schiesst noch die Stadt, klar. Logisch, woher kommst du jetzt? Aus dem Nichts. Krass. Und dann hat er da gerade noch schnell ein Flugzeug abgeschickt. Wahrscheinlich schon auf Persepolis, aber bin mir nicht sicher. Egal, wir können jetzt unsere Stadt bombardieren, wenn wir dann mal dran kommen. Aber zuerst wird da, ui, der Panzer wehrt sich. Eieiei. Ja, genau, schiesst den runter. Finde ich gut. Wir greifen den in der nächsten Runde an. Das ist okay. Das ist auch gut. Da fetzt es und tut es und macht es sehr gut. Es zieht ihm einfach fast nichts ab. Aber ja, hauptsächlich der Panzer ist auch weg und die Rössli sind wieder frei. Juhu, der Feind wurde bei der Stadt New Brock gesichtet. Oho, okay. Ein Ungeheuer, ja, ist gut, da wissen wir. München ist gewachsen. Ja, ist gut, wir machen jetzt schnell. Aber es war nur München gewesen. Das ist gut. Was, wir haben eine Einheit verloren. Ah, ja, gut, okay. Little Wettingen. Irgendetwas von New Brock ist doch gestanden. Wo? Ah, da. Okay. Ist, glaube ich, nicht gefährlich. Aber zur Sicherheit schicken wir die runter. Und Raketenartillerie könnte ich auch brauchen. Die nehmen wir mit. Ach, und die nehmen wir auch gerade mit. Schadet nichts. Du kannst ja gerade einfach mal hier einen zum Präsenz markieren. Okay, dann lösen wir die auf.
Oder wir spielen Lockvogel, indem dass du hier reingehst, weil mit dir habe ich das plündert. Jawohl, komme ich nämlich auch Richtung Norden. Den habe ich jetzt befestigen. Und dich eigentlich auch, damit du. Du kommst eben nicht bis in die Stadt. Mach nichts, du schiessest in dem Fall einfach mal auf den, das ist okay. Du bist ein Flugabwehrgeschütz. Oh, die hätte ich können upgraden. Oh shit, schade, verpasst. So, aber mit dir kann ich schiessen. Und zwar auf die Stadt. Darum machen wir das. Weil ich glaube, ich muss da noch ein bisschen mehr Jäger haben. Du bist noch gut drin, das ist wunderbar. Luftangriffmodus? Nein, mach Luftsäuberung. Ja, da, ich wollte die Stadt angreifen. Und dann kannst du, was ist das? S nämlich mal Persepolis angreifen. Und der andere nehmen wir auch gerade zum Persepolis angreifen. Und dich nehmen wir nicht, du heilst. Jetzt schauen wir, was die zweite Einheit hier macht. Der Bomber sieht einmal noch fit aus, während der Bomber auch noch fit aussieht. Ja, das ist ja super. Wir kommen der Sache näher auf jeden Fall. Viel näher. Okay. Wolltest du? Nein, du greifst den an. Jawohl, weil dann ist der nämlich weg. Nein, ist er nicht. Willst du mich verarschen? Dann musst du jetzt tatsächlich... Kannst du von da schon schiessen? Ja, sehr gut. Dann schiess doch du von da. Kanonenfutter, sagt man dem. Also, bei den Amis läuft es so. Könnte, aber weiss ich nicht, ob ich will. Ich gehe zuerst einmal noch hier hin und schaue, wie weit komme ich jetzt noch. Das ist plündert, tatsächlich. Aber nicht von mir, hat er das selber plündert. Egal, ich plündere ihm das hier. Und komme nicht mehr hin. Das war klar, aber mit dem komme ich noch hin. Jawohl, weil das mache ich auch, dass ich mit dem mal sicher hier noch rauf kann. Dann schauen wir mal, wie steht es. Minus 17, es steht schlecht, aber wir können hier ja noch plündern. Und darum steht es schon wieder ein bisschen besser. Will ich das? Es bringt einfach fast nichts. Das bringt auch fast nichts. Wir befestigen uns in dem Fall einfach. Und da will ich eigentlich von dieser Seite kommen. Werde ich das überleben, ist die Frage. Ich könnte natürlich auch hier hin. Das mache ich auch. Weil ich habe gemeint, ich könnte plündern, scheiße. Kann ich nicht, also lassen wir es sein. Du hast eben noch eine Atombombe. Die könnte ich ja jetzt da reinschicken eigentlich. Einfach so, just for fun. Oder auf Susa, das wäre natürlich auch etwas. Wobei, da habe ich gesagt, ich greife den noch an, oder? Ja, das machen wir. Dann greifen wir da auch noch an, und zwar... Aha, ich habe gesagt, den greifen wir an. Und dann können wir eigentlich nicht mehr angreifen dort oben. Aber wir können hier unsere Verstärkung holen. Oder besser gesagt, zu uns rufen. Es dauert einfach ewig. Was kommt denn nachher noch als Verstärkung? Komm, du gehst mal hier hin graben. Nichts, aber ich könnte ja, die Artillerie steckt dort, okay, eben du spielst Lockvogel und du kannst auf die Stadt schiessen, sag nicht so etwas, gut, habe ich schon Angst gehabt. Wir können mit dir führen, dass wir mit dir hier rauf können, weil dann reicht es nämlich auch für dich bis in die Stadt. Und da würde ich ja gerne, aber ich kann nicht, darum bleibe ich. Ja, du bleibst auch. Die Atombombe brauchen wir noch einfach als Reserve in der Hand. Dann habe ich ja hier einen Zerstörer. Sehr gut. Kommst du mal hier rauf und greifst den an, in dem Fall. Weil der braucht es jetzt echt nicht da.
kommt noch ein zweiter Zerstörer. Nein, brauche ich nicht, ich habe noch ein U-Boot dort. Aber der Bomber, der könnte noch etwas machen. Raketenartillerie. Kommst du so weit? Du kommst wirklich gerade bis hier hin. Da wird ich einfach abgeschossen, das ist ein bisschen ein Seich. Lämmer. Wir gehen lieber ein bisschen hier in den Süden runter. In die Nähe von Persepolis. Wir machen mal einmal abfangen, weil Susa, ich traue dieser Stadt nicht. Ja, also ich brauche noch mehr Flügerli. Wie wäre es noch mit einem Bomber? Wie viel kostet mich das? 650 immer noch? Hey, ist das teuer. Dann baue ich doch lieber hier auch noch einen. Der ist weiter oben. Kann ich hier keinen Bomber bauen oder was? Doch, da, klar. Ah, warte, einen Jäger sollte ich aber zuerst noch haben. Zuerst noch mal einen Jäger, dass ich die Luftsäuberung starten kann, oder? So, jetzt schauen wir hier schnell zu, wie soll ich sagen, der Darius sogar Mailand angreift, nachdem wir dann auch noch zuschauen, wie er Lübeck angreift. Und ich denke, ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen auslaufen. Und ja, der Final Countdown. Seht ihr und hört ihr dann in der nächsten Folge. In dem Sinn. Ich bin mich selber. Cheers. Ey, fast hat es wieder einen hellen Epos gegeben dort. Aber es hätte nicht wollen sein. Für die Panzer machen wir aber kein Monument. Und du hast schon gedacht, gell? Ich bin jetzt einfach still, bis es endlich da vorbei ist. Du sagst, des Besseren belehrt. Es ist nicht so, ich schnorre auch zwischendurch gleich wieder drin. Manchmal sage ich auch nichts. Und vor allem sage ich nichts, wenn der da jetzt nicht sofort aufhört, irgendwie mich zu bombardieren. Was läuft? Scheiße! Der hat mir mit Zerstörer K.O. gemacht. Nicht lustig, auch wenn ich ihn noch hier gesehen habe, bis vor kurzem. Ui, da gibt es auch immer wie mehr Leute. Apropos, da kommt der Geronimo. Wo ist eigentlich mein Grossgeneral? Der muss doch auch irgendwo sein. Gut, Mailand wehrt sich. Da, schau. Der alte Zottel, du. Auf Schweizerdeutsch tönt das wie der alte Zottel. Und Zottel ist so ein Kinderbuch, nur so nebenbei schnell erwähnt. Zottel, Zick und Zwerg, in dem Sinn. Ich danke vielmals, bist du dabei gewesen. Ich hoffe, du bist es das nächste Mal wieder. Ich bin mich selber. Cheers.